Herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen hier in auf dem Marsch. Wie ihr seht, wir haben die nächste Wachstumsstufe erreicht. Der Raps blüht in der vollen Pracht. Das heißt, wir müssen unsere Felder jetzt nochmal düngen. Auf Feld Nummer 54, glaube ich. Beziehungsweise wird man gleich wissen. Ja. Das heißt, die Position, die er gerade einhat, ich schau mal ganz kurz. Ich fahre mal zu dem Punkt hin, wo Augreifkurs beginnt. Aus Prinzip mal. Grund ist egal. Wir fahren jetzt immer los und dann gucken wir nochmal den Kurs. Und dann den Düngen. Und dann werden wir uns die Felder vornehmen. Der Reihe nach. Jetzt 54, dann 17, 18. Ja, und dann sofort laufen, in der Nähe halt ist, ne? Wir fahren jetzt mal zum Feldrand. Muss ja nicht genau der Punkt sein, aber halt jetzt am Rand anfangen und hier beginnen. So, das heißt Kursgenerierung. Ich muss mal einfach mal die Punkte auch speichern, aber jetzt habe ich dazu, muss ich mal so hinbekommen. Kurs generieren und einstellen. Dann gehen wir auf den Taktor hier und werden immer gleich mal einstellen. Ich hoffe ja, dass es hier entsprechend das gleiche ist. Ne? Wachstum durch und bla bla. Und wir können anfangen mit Düngen. Das ist ganz wichtig, dass wir unsere Felder, die noch keine drei Stufen haben, gedüngt bekommen. Ich sehe hier Unkraut, aber das ignoriere ich mal ganz kurz, bis es richtig hell ist. Also Unkrautbekämpfung werden wir noch machen, wenn es zu viel wird, aber wir werden mal sehen, ob sie da rentiert, ne? Also ob das dann mehr Ertrag bringen würde, rein theoretisch. So, aber erstmal düngen wir den Schäden, ne? Kursgenerierung 21. Hier machen wir auch zwei Fahrgewände. Zurück und einstellen. Einen haben wir noch irgendwo. Auf 23. Unser Wasserfahrer. Ja, Wasser ist bald genug. Wir müssen uns darum kümmern. Das Gerste, da hat man Zeit. Ja, dann macht die erste Runde. Das ist der Milchanhänger. Okay. Das war der von 23. Ja, wird so nichts, da haben wir uns festgefahren irgendwie. Das ist auf die Wiese. Da muss ich mal gucken, ob da ausreichend Dünger drauf ist. Ja, da gibt gerade Stufe 2. Hier müsste nochmal gemacht werden. So. Hier sind wir gerade bei, das passt. Wie gesagt, hier die 17 und die 18, da ist fertig, die 1 muss noch gemacht werden. Die 7, dann wollen wir schauen, ob wir da jetzt gleich was kriegen. So, wo war ich? Hier oben. Hier werden wir uns am besten einen Kurs programmieren. Sozial nichts, ne? Ich habe probiert mit einem Helfer, geht nicht. Unkraut ist hier weg, aber eine Wiese hat mich ganz so tragisch. So, Kursgenerierung. 23, Vorgewende 1, 2, deswegen Wenderad ist besser, obwohl es für ein Kleinfeld an sich ungünstig ist, macht eh nur einen hoch. Zurück, einstellen. So, da haben wir drei Fahrzeuge.
Die Hopfensaat kann begonnen werden. Machen wir Licht. Hier wollen wir das gleiche machen. Wir haben die Bodentemperatur noch gerade erreicht. Kursberechnung. Feld Nummer 6. Vorgewende machen wir ruhig 2. 15%. Wir haben natürlich auch ein Kurs für ein Feld haben, ne? Das sieht gut aus. Da fahren wir ein bisschen zurück. Ersten Wegpunkt und ab geht die Post. Wir springen gleich rüber auf Feld Nummer 5. Schatten wir auf. Machen wir Licht. Dann Hopfen, das passt. Feldmodus. Großgenerierung. Feld 5. Vorgewende 2. 15%. Aber sie auch nicht, sagt in der Stelle. 2. Großgenerierung. Zurück. Dann zurückfahren, nur den Punkt erwischt. Den aktuellen Wegpunkt. Lieslinge, ersten Wegpunkt. Einstellen. Alle. Dann gehen wir auf Feld Nummer 4, das ist ein größer, das ist ein LKW. Der hat garantiert nicht. So, Licht. Dann Hopfen haben wir auch. Dann Feldmodus. Kursgenerierung 4. Vorgewende 2. 15%. Kursgenerierung. Zurück. Erster Punkt. Fahren wir auch ein bisschen zurück. Einstellen. Probe schaffen. Wie lange brauchen wir dafür? Laufberechnung. Eine Stunde. Das ist heftig. Aber ist so, ne? Das kann man nicht ändern, ne? Mit 18 km/h, mehr geht nicht. Faktor hat nur 18%, das ist ungünstig, aber gut. Aber das geht gut aus, also Hopfen. Drei Felder. Na gut, das ist ein ziemlich großes Feld, das muss man dazu sagen, ne? Das passt schon. So, gedüngt wird. Da, da. Und da, zweite Runde. So, irgendwo war noch ein Fahrer. Ja, komischerweise hat Kiesablage nicht geklappt mit Rückwärtsfahren, ne? Nur satt nicht. Ja, das ist schon mächtig komisch, aber ja, Zementwerk wollte ich bauen. Wir fahren mal jetzt mit zum Platz, wo wir hin wollen, obwohl es ein bisschen dunkel ist. Muss ich ehrlich zugeben. Das Dunkle ist nicht so ideal. Weil das ist, man sieht zu wenig. Also ich möchte gerne noch ein Zementwerk bauen und zwar auch in der Ecke. Das wäre ja blöd, wenn wir den Sand und das Zeug so weit fahren würden. Ne? Wasser können wir uns bald sparen für die Wolke. Ja. Muss ich sehen. Jetzt haben wir Zeit, 8 Minuten. Das ist gut. Also was lang trinken. Und mal sehen, dass ich hinkriege, dass ich da gleich ein Zementwerk bauen kriege. Ach ja, Wasserblocking. Das war eigentlich klar. Dann kommen wir da nicht hin. Das ist immer logisch. Wieso er da so blöd fährt, aber gut. Wie gesagt, das ist nicht so tragisch. Da wir ja jetzt hier Grunde Wasser schon alles da haben, mehr oder weniger, ne? Wasser wird den Scheiter, ne? Einen großen Tank, kann man fahren, und leer ist er, ne? So, kippt mal aus, kann nicht viel sein.
Das Einzige, was noch fehlt, ist Zement. Das Wasser muss gleich voll sein. 100.000? Ja. Sandkies ist auch schon fast voll. Dann werden wir jetzt mal um den Zement kümmern. Dass wir den produziert kriegen, ne? Also, das muss ja doch bald. Dann fahren wir mal hin, ne? Gleich mit Traktor, dann können wir da den Punkt auch entsprechend hinkriegen, ne? So, ich mache mal die Punkte aus. Ein bisschen ist das nicht so schön, ne? So, wir fahren mal Richtung Kiesberg. In der Hoffnung, dass wir da bis dahin genug Licht haben, dass wir bauen können, und zwar ein Zementwerk. Da jetzt Kies mit hinfährt, Sand müsste auch, dürfte auch nicht mehr viel fehlen. Dann werden wir da auch entsprechend nachher auch Zement herstellen können. Ne? Sobald das da vorne Grunde können wir ja, sobald das gebaut ist, und sofort anschließen und dann den ganzen Sand und Kies halt dahin fahren. Das wäre ja ungünstig, wenn wir da jetzt. Da habe ich noch die kleinen Hänger von Schweinefutter. Da könnte man auch noch verwenden dafür. Kleinen Traktor lassen durch die Düsen und fahren. So, ja, da fahrt doch Zeit. Beziehungsweise der kann auch den ganzen Tag fahren mit dem ganzen Zeug. So schnell produzieren die doch gar nicht. Fahre ich auch richtig hier? Ich hoffe mal. Groben Sinne schon. Das Geld wird reichen, müssen wir noch nicht mal was pumpen, weil der BGH hat ein bisschen Geld eingebracht, nicht viel, aber ein bisschen. Müsste dann irgendwann mal den ganzen Mist zur BGH bringen. Jo, das ist Folge Nummer 3, heute ist Freitag. Ne, von 3, von 7. Heute ist ein Freitag. Ich habe mir entschieden, ich werde jetzt für Freitag einen Livestream machen. Mit der Marsch. Hat mir gut gefallen. Ist mit Produktion ein bisschen mehr Abwechslung drin. Und da in Thüringen die neue Karte noch nicht fertig ist und da eigentlich mich ein bisschen zurückhalten will, weil wenn ich so früh fertig bin, dann bleibt nur noch Hackschützen das mir zu eintönig. Und ich möchte auch keine volle Jahreszeit mehr beginnen. Weil den Augenblick, volle Jahreszeit, das würde ja bedeuten, dass ein ganzes Jahr nochmal spielen müsste und dann ungünstig, ne? Da fährt er unseren Sand. Kies. Aber das halt klappt. Es war am verkehrten Punkt, aber. Was soll's? Die Hopfen schon fertig? Drei Felder? War Wahnsinn. Ich brauche nur die 4 ein bisschen länger. Das macht aber nichts. Hat bald Zeit für. Wir werden jetzt auch 5 gehen. Das ist, wir müssen da jetzt auf 1 nicht spielen. Das ist nicht notwendig. Der andere kann Dünger sein. Das ist 8, ja, okay. Das müssen wir auch noch machen, ne? Also düngen. Ja, das ist jetzt heute oder ja, zu heute und morgen. Jetzt haben wir Mitte Frühling. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis es reif ist. Also. Dann können wir ja voll Dieselproduktion einsteigen. Wie gesagt, dritte Feld 10, noch einen Raps kaufen und Raps selber aussehen, das geht jetzt nicht mehr. Das ist schon lange Geschichte, aber so. Mal gucken. So richtigen Weg, ne? Wichtig wäre, dass die Brücke mal gebaut wird. Also das Feld kaufen. Ich glaube, das können wir mal pachten.
Wäre eine Option, ne? Aber das wäre eine Aktion, also da muss ich mindestens 6 Treffer haben. Mit 3 wird das nichts. Aber das sieht man nicht so. So, da sind wir. Wo ist die Abfahrt? Da ist sie. Denn jetzt geht es darum, wo baue ich jetzt das Zementwerk hin? Hier ist klar, logisch. Aber, das ist der springende Punkt. Ich muss hier irgendwo hin. So, aber erstmal den anderen beiden kümmern. Weil die müssen zum nächsten. Düngen ist fertig, okay. Dann gehst du. Na, die Aussage noch nicht fertig. Also Düngen ist fertig. Ich habe die 7. Könnte es schon Wachstum. Da muss man gucken, ob da schon was zu sehen ist. Ich glaube eher nicht. Ansonsten kann die 7 auch gleich düngen. Wenn da was gewachsen ist. Das ist ja der entscheidende Punkt. Eingeklappt? Ja. Gärreste, sag ich mal, so ein Display gekauft oder aufgestellt. Weil das kann man ja so nicht erkennen. 220.000, ne? Ja, wieder ein bisschen Geld. Haben wir noch ein bisschen. Puh, ist ja fast alles weg. Dann können wir die noch reinhauen. Wird zwar kein Vermögen von denen mehr dabei. Die anderen sind ja weg. Naja, immerhin, ne? Müssen wir sehen, dass wir dann bald die nächsten Felder mit Gras-Aktion machen. Schade, dass ein anderer nicht da ist von Pöttinger, ne? Mit dem Mähwerk. Ich fand das gut, dass Ding bald umlegt. Das können sie wegrollen. Das ist die Erfindung. So, also Rüben scheint gewachsen, ist gewachsen. Dann haben wir das Düngen. Und zwar gleich. Erstes Feld Rüben. So, die alten Kurs löschen. Kursgenerierung. Feld 7. Und die kleinen Felder, die halten ja im Grunde auf. Aber gut. Das ist ja halt so. Bei Rüben, muss ich ehrlich sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich so groß ist. Ne? Einstellung. Dann wollte ich den. Wieso fehlt da was? Das sieht gut aus. Du bist jetzt wo? Ach hier, genau. Entlassen. Muss man ganz kurz den Kurs löschen. Und dann mal ganz kurz reingucken im Menü für Düngerstatus. Also ist voll ausgereizt. 12 können wir düngen. Oder die 1. Die 1 braucht, könnte Anne mitmachen. Der von der 54. Wir werden auch die 12 fahren. Ist das Ding voll? Nö. Wenn wir erstmal nachtanken. Aber sonst wird das nichts. Das soll nicht große Feld. Oh, die Zeit. Nun, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal vielen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Total. Morgen geht's hier weiter. Mit Unkraut. Ja, das ist gut. Unkraut ist schlecht. Aber nur ein Stückchen, ne? Ja, gut. Den mal drüber hinweg, habe ich nicht gesehen. So, schönen Dank fürs Reinschauen. Danke fürs Abonnieren und Liken. Wie auch immer, ne? Ich hoffe, ich stelle es immer vor mit einem Kommentar. Ein Hallo, bin da. Ist okay, muss nicht. So, Hauptsache ist ab und mit mal geschaut. So, dann sagen wir tschüss, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier mit Düngen, ne? Und ja, Zwentfabrik mal sehen. Vielleicht im Livestream. Tschüss, ciao, bis dann. Tschüss. Hier geht's ab.